herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mich für insgesamt 100.000 Abonnenten bedanken. Vielen, vielen Dank. Und deshalb gibt es heute ein weiteres XXL-Rezept. Und zwar machen wir einen riesigen M&M. Als erstes für die Zuckerschicht 80 Gramm Zucker, 80 Milliliter Wasser und einen Esslöffel Kaffeeweißer in einem Topf miteinander verrühren. Bei mittlerer Hitze erwärmen und so lange weiterrühren, bis sich der Zucker komplett aufgelöst hat und die Masse anfängt zu köcheln. Sobald es köchelt, aufhören zu rühren und das Ganze für etwa 5 Minuten weiter köcheln lassen. Die Temperatur immer mal wieder mit einem Zuckerthermometer kontrollieren und sobald wir 145 Grad erreicht haben, den Topf vom Herd ziehen und den Zuckersirup auf 2 Mulden einer Halbkugel Silikonform verteilen. Die Halbkugeln haben einen Durchmesser von 7,5 cm. Den flüssigen Zuckersirup jetzt mit einem Pinsel in der Form verstreichen, bis die gesamte Halbkugelform mit einer gleichmäßig dicken Zuckerschicht bedeckt ist. Der Zucker härtet relativ schnell aus und sobald das Ganze etwas abgekühlt ist, kann man zusätzlich noch ein bisschen mit den Fingern nachbessern. Als nächstes kümmern wir uns um den Erdnusskern. Dafür als erstes 20 Gramm ungesalzene Erdnüsse mit einem Messer grob hacken. Danach eine Pfanne oder einen kleinen Topf bei niedriger bis mittlerer Hitze erwärmen. 2 gehäufte Esslöffel Zucker in die Pfanne geben. Den Zucker in der Pfanne schmelzen lassen. Gegebenenfalls mit einem Teigschaber verrühren. Und sobald der Zucker eine schöne dunkelbraune Farbe angenommen hat, die Hitze ausschalten, dann die gehackten Erdnüsse dazugeben, alles schnell miteinander verrühren, bis alle Erdnüsse mit einer leichten Zuckerschicht benetzt sind und die Erdnussmasse anschließend mit einem Löffel in 2 Mulden einer Cake-Pop-Form umfüllen und darin glatt streichen. Danach aushärten lassen und wenn das erledigt ist, 150 Gramm Vollmilchschokolade schmelzen, die Schokolade in die vorbereitete Silikonform gießen und die Zuckerkugeln zu 3/4 mit Schokolade füllen. Danach die abgekühlten Erdnusskernhälften in die geschmolzene Schokolade drücken und die Form danach zum Aushärten mindestens eine Stunde zur Seite stellen. Am besten aber in den Kühlschrank. Nach etwa einer Stunde sollte die Schokolade fest sein. Jetzt können wir die Halbkugeln aus der Silikonform drücken und zusammenkleben. Dafür eine Hälfte mit 2 bis 3 Teelöffeln geschmolzener Schokolade bestreichen und die zweite Halbkugel darauf andrücken. Zum Schluss fehlt im Prinzip nur noch die Farbschicht. Dafür 80 Gramm Puderzucker und einen Esslöffel Wasser in eine kleine Schüssel geben, beides miteinander verrühren, bis daraus ein zähflüssiger Zuckerguss entstanden ist. Dann eine halbe Tube Lebensmittelfarbe dazugeben, ebenfalls unterrühren und danach können wir unseren M&M einfärben, dafür die Kugel auf einen umgedrehten Eierbecher platzieren und anschließend den Zuckerguss mit einem Pinsel auf der gesamten Kugel verteilen. Rundherum, bis unser M&M komplett eingefärbt ist. Damit auch die Unterseite Farbe abbekommt, einfach etwas Zuckerguss auf ein Backpapier streichen und die Kugel mit Hilfe von 2 Gabeln vorsichtig auf den Zuckerklecks heben. Danach muss die Zuckerschicht aushärten, am besten 2 bis 3 Stunden einfach auf dem Backpapier stehen lassen und wenn die Zuckerschicht hart ist, können wir mit etwas Zuckerschrift noch ein kleines M auf der Kugel aufmalen. Das war's auch schon. So sieht das fertige Ergebnis dann aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir wie immer in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.